Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play F1 2014. Und ja, zu dem Rennen in Singapur. Ja, liebe Leute, Mr. Fernando Alonso hat mich im Qualifying-Duell zum zweiten Mal schlagen können. Er hat die Pole Position geholt, im Gegensatz zu uns, ne? Ihr wisst ja, Platz 16. Und liebe Leute, nein, er ist Vierter. Hä? Da stand noch im Qualifying standte noch, er wäre Platz 1 gewesen. Aber gut. Ihr seht es, Vettel auf 1, Button auf 2, Hamilton auf 3, Alonso auf 4, 5. Danny Ricciardo, 6. Jean-Éric Vergne, 7. Adrian Sutil, 8. Danny Quert, 9. Romain Grosjean, 10. Pastor Maldonado. Das sind alles ja Leute, die wirklich eigentlich relativ leicht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, relativ leicht zu überholen sind. Und dann hinter mir kommen halt noch ein paar Hammer wie Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen und Felipe Massa ganz am Ende des Feldes. Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier Rennen 25 Grad, 0% Regenwahrscheinlichkeit. Und wir gucken uns mal die Reifenstrategie an. Und ich glaube, das werden wir so nicht packen. Ich glaube, ich werde hier schon direkt auf die härtere Mischung wählen. Gehen, nicht wählen. Und ja, dann müssen wir mal gucken hier, wie wir das dann machen zum Ende hin. So 9, 20 oder 9, 19. Schauen wir mal, wie wir das machen. So, liebe Leute, also wie gesagt, gehen wir rein. Ich erwarte sowieso nicht ganz sonderlich viel. Also Punkte müssen auf jeden Fall noch drin sein. Deswegen gegen ja, einen gewissen Lewis Hamilton und auch Nico Rosberg, der noch hinter uns startet, nicht so viele Punkte verlieren. Und auf jeden Fall ja, wird es wahrscheinlich so einen kleinen Tross geben, der sich durch das Feld kämpfen wird. Wie zum Beispiel ich und Nico Rosberg. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend. Vielleicht sogar eines der spannendsten Rennen überhaupt in unserer Karriere. So, wie gesagt, Sebastian Vettel vor Jenson Button. Ja, wirklich zwei Regenspezialisten, Fernando auf 4. Ja, so ist das. Und dann würde ich sagen, packt mal's an, gehen wir rein, oder? Spannung vor dem Start. Und ab geht die Post. Ab geht die Post. Hier in Singapur. So, ich konnte direkt mal ein paar langsamere Autos hinter mir da lassen. So, jetzt gehen wir mal hier außen. So, wir sind auf 12. Und auf 11. Uiuiui. Warum gibt's Stoff, Leute? Der Kobayashi hängt mir im Heck. Also, Caterham. So. Wow, was macht der Suti denn da? Und direkt mal richtig stark gemacht. Aber jetzt werden wir außen überholt. Achtung. Passt. Auf 8. Auf 8 schon mal vor, von 16. Super stark. Super starke Startphase. So, da hinten sehen wir schon ein bisschen Feuerwerk. So. Und wir sind an Wern dran. Wir sind an Wern dran. Also, unsere Rennpace scheint doch relativ gut zu sein. So. Aber wir müssen schauen, wo wir uns den lieben Wern holen. Krallen. Und auch immer ein bisschen auf den Reifenabbau schauen. Weil das wird hier ein großes Thema sein. In Singapur hier. So. Alles klar. Aber wir kamen meines Wissens hier jetzt besser durch. So, hier ein bisschen mit Risiko. Oh, was macht Danny Quiert hier? Der wurde, glaube ich, gerade von Ricciardo ein bisschen eingebremst. Davor ist jetzt ein bisschen eine Lücke.
So. Ja, wir sehen schon. Der Ferrari hat mehr Grip auf jeden Fall. Höhere Kurvengeschwindigkeiten gegenüber dem Toro Rosso. Aber es reicht nicht. So. Oi, oi, oi. Aber Daniel Ricciardo konnte sich nicht wirklich von Kwiat absetzen. Das ist gut. Boah, shit. Sehr viel gedriftet gerade. So. Passt soweit. Bis jetzt wirklich läuft's gut. Kann mich nicht beklagen. So. Jetzt vielleicht wieder besser durch die letzte Kurve hier durch. Ja. Das scheint wirklich eine gute Überholmöglichkeit zu sein hier. Oh, Lewis Hamilton jetzt schon direkt vor uns. Auf Platz 5 nur. Der hat verloren. Ricciardo ist jetzt auf 3 vor. Der hat Button und Hamilton überholt. So, Lewis. Wie schaut's? DS haben wir ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt gerade. Oh, der hat eine gute Top-Speed. Der liebe Lewis Hamilton. Wow, Button. So, lasst mal die zwei Weltmeisterschaftskandidaten hier unter sich kämpfen. Hoppala, das war abgekürzt. Ah, bisschen. Oh, jetzt kommt er außen wieder. Und da, hoppala. Schiebe ich ihn leicht an. Heide Witzka. Jetzt muss man hier wieder dranbleiben hier am Jensen. Also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier mit den Jungs hier zu kämpfen. Auch dass hier mich Button gerade zurück überholt hat. Hätte ich nicht erwartet. Aber alles ganz fair. Schön immer die Türen offen gelassen. Ja, ganz ruhig, Bro. Ich muss auf eine DRS-Gelegenheit warten, höchstwahrscheinlich. So. Jetzt, sah. Boah, shit. Alter, das war ein bisschen sehr Harakiri. Das machen wir nochmal. Das war nicht so gut. Ah, Mist. Jetzt haben wir zu wenig Speed hier mitgenommen. So. Da müssen wir jetzt ein bisschen näher noch rankommen. Das war jetzt sehr mit der Brechstange. Geht auf den Reifenverschleiß, aber wir sind dran. Boah! Heilige Mutter Maria. Du bist 3 Plätze hinter Fernando. Ja. Da hat mir der liebe Jensen gerade sowas von die Tür zugemacht. Dein Frontflügel ist kaputt. Fahr eine Lücke raus. Ja, also da konnte ich gerade relativ wenig machen. Er ist mir irgendwie so in die Kiste gefahren. So. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Meine Fresse. So. Wir sind jetzt auf 5. Ein Platz hinter Hamilton. Müssen jetzt mal die Plätze abwarten.
Also die den Abstand meine ich. 4,4. So. Also scheint die Rennpace doch nicht so gut zu sein wie die Quali-Pace vom Mercedes. So. Passt soweit. Und 4,0 nur noch. Ja, ja. Starke Runde von Ricciardo. Ganz starke Runde. Richtig starkes Ding. Richtig starkes Ding von Danny Ricciardo. Über eine Sekunde schneller als ich. Krasses Ding. Hier habe ich jetzt auch wieder ein bisschen was verloren. Ja. Ja, ich glaube, Fernando hält die da vorne ein bisschen auf, oder? Ne, Fernando wird auch aufgehalten. Und Hamilton hat die Lücke jetzt zugefahren. So sehe ich das jetzt. So. Alles klar. Ja, Runde gefällt mir bis jetzt äußerst gut. Auch wenn ich nicht wirklich hier Zeit gut machen konnte. So. Aber das war nicht so gut. So. Passt. Ja, passt wirklich. Jo. Ah, nach vorne. Nach vorne bleibt der Vorsprung konstant, oder der Abstand. Nach hinten fahre ich raus. Sehr gut. Für den Verlauf des Rennens natürlich. Auch für die Boxenstops. Kleinen Puffer nach hinten zu haben. So, jetzt 3,8. Oh, jetzt hat Fernando kassiert. Hamilton hat ihn sich geholt. Bestimmt ein ganz strangees Ding, weil ich bin auf einmal relativ nah dran. So. Sehr gut. Sehr gut bis jetzt. Hätte nicht gedacht, dass ich hier so gut klarkomme. Auch mit den weichen Reifen nicht. Ich wollte gerade sagen, noch 1,8 Sekunden. So, ja. Wie war das? Chris is faster than you. Fernando. Let Chris pass for the championship. So ein Funkspruch will ich jetzt hören. Bitteschön. Ja, direkt mal neue schnellste Rennrunde. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. So. Schauen wir mal. Ja, das werden wir auch jetzt, der liebe Fernando. Oh shit. Das war jetzt natürlich blöd, ne? Komplett verhauen.
So. Wow. Viel zu schnell eigentlich. Ah, war ein bisschen zu schnell. So. Alles klar. Jetzt Jagd auf den Lewis machen. Podium wäre natürlich noch ein Traum, ne? Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Ja, du bist gut. Dafür müsste ich erstmal gescheit dran sein. So. Ich wollte jetzt eh erstmal sagen, erstmal wegkommen von Fernando, dass der mich nicht wieder zurück überholen kann. Aber das hat sich ja schon erledigt. So, Hamilton jetzt mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Ganz knapp nur schneller als meine. So, weiß ich natürlich nicht. Hat Fernando DRS? Ich glaube nicht. So. Alles klar bis jetzt. Passt noch. Aber ich merke schon die Reifen. Jetzt nutzen sie sich ab. Ja, das war Verwarnung, absolut gerechtfertigt. Die Verwarnung war absolut gerechtfertigt. So, 3,5 Sekunden auf den lieben Lewis. So. Das war sehr knapp gerade, ja. Habe ich auch schon gedacht, hoppa. So. Alles klärchen. Ja, komme ich auch. Und wieder Hamilton, schnellste Rennrunde. Ja, ich kann dem seine Pace nicht mitgehen. So. Boah. War fast ein bisschen weit. Aber auch nur fast. Oi, oi, oi. Ei, der Witzka. Vettel liegt 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden vor dir. Vettel? Ach, war Hamilton in der Box, oder was? Nee. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ja, Hamilton hat sich Vettel geholt. Der weiß jetzt natürlich. Hier hat er die Chance, mich zu schlagen. Das will er natürlich ausnutzen. So. Wir müssen, ja, wir müssen die Reifen jetzt loswerden, auf jeden Fall. Denk an deinen Boxenstopp. Ich verliere viel zu viel. So. Allerdings letzter Sektor. Sollte noch mal ein bisschen was gehen vielleicht. In Sachen Vorsprung, aber ich glaube nicht. Oder Abstand. Ich glaube eher nicht.
Jetzt kommen sie eh alle rein. Oh, jetzt konnte ich richtig aufholen. Oi, 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 oi. Jetzt bin ich richtig gut dran. Ich hoffe, sie geben mir jetzt auch die harten. Ja, sehr gut. Passt. Oi, 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 liebe Leute. Guckt euch das an. Wie wir jetzt am Vettel kleben. Sehr, sehr gut. Konnte man richtig gut was reinfahren gerade. 1A. So, aber aufpassen jetzt hier. So, oi, oi, oi. Ja. Ja, noch. Oh, doch, DRS. Ich wollte gerade sagen, leider noch kein DRS. Das wird aber schwierig hier. Oi, 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 oi. Nee, das reicht nicht. Ach Mann, fuck! Ich glaube, wir haben keine Rückblende mehr, gell? Doch. Oh, oh, Glück gehabt. Uiuiui, die hat er nicht gezählt. Ja, warte mal. Machen wir das mal so. Da war ich jetzt ein bisschen zu forsch. So. Ja. Aber passt, wir sind zumindest dran. So, und ich werde natürlich, sobald die Chance da ist, versuchen sie zu nutzen. So. Oi, oi, oi. Hier schon vielleicht. Boah. Tür offen lassen. Ja, der hätte jetzt aggressiver sein können, der liebe Sebastian. Aber ich war da sehr gut unterwegs gerade. So. Mr. Lewis Hamilton. Ah. Okay. Der hat die weichen Reifen. Ist klar, warum der jetzt ein bisschen wieder wegzieht. Sollte eigentlich auch normal sein, wenn er ein bisschen Grip hat. Okay, was? Der liebe Fernando. Okay. Alles klar. Schon wieder. Vettel versucht die ganze Zeit Benzin zu sparen. So, was jetzt natürlich perfekt wäre, am Hamilton dran zu bleiben. Aber ich glaube, das wird schwierig. Vor allem, wenn ich so einen Stuss gerade fahre wie eben. Es bringt auch den lieben Vettel wieder ran. Auf jeden Fall. Ich muss lernen, meine Reifen nicht so hart ranzunehmen. Eieiei. Viel zu weit. Was fahre ich denn gerade zusammen? Konzentration. So, passt. So. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Ja. Pass ich. Hoppala. Auch sehr nah mit der Wand. So. Wer ist eigentlich Erster? Ist es Ricciardo? Ich glaube schon, ne? Ich glaube fast schon. Krass. So. 3,3 Sekunden. Den Abstand jetzt mal beobachten.
So. Was? Gelbe Flagge hier. Alles klar. Was ist hier los? Wow! Alter! Schwede! Gutes Tempo, mach genauso weiter. Ja, da stand nur gerade eine Mitte auf der Straße. Safety Car. Das Safety Car ist draußen. Safety Car. Alles klar. Du kannst DRS nicht verwenden, solange das Safety Car draußen ist. Ja, ist ja wohl klar. So, jetzt. Oha! Wird das natürlich nochmal interessant. In Sachen Strategie. Weil. Ich weiß, ich will mein Gebüsch gleich nochmal auf Mager stellen. So. Weil die Strategie natürlich jetzt heißt, Hamilton muss nochmal hart fahren. Ich könnte jetzt, wenn es sich ausgeht, nochmal auf Weich wechseln. Rein theoretisch. So. Meine Güte. Jetzt. Ja, das ist so geplant, ich weiß. Ich will mal. Nein, mein Benzin. Das Safety Car darf nicht überholt werden. So. Da sind wir doch schon dran. Aber ihr wisst, wie es läuft. Safety Car und so. Sehr schwierig. Weil. Reifen werden kalt. Und das ist ein großes Problem. Ja, ganz vorne ein Red Bull. Einer hinter mir, also muss das Ricciardo sein. So, nee, ich kann die absolut nicht auf Temperatur halten. So. So. Nee. Ist halt die Frage, das Auto war ja schon weg, ne? Der Perez. Ist halt die Frage, wie lange das Safety Car noch draußen bleibt. Bisschen angefrackt sind meine Reifen schon. So. Ja, ein bisschen die Reifen auf Temperatur halten. Ist wichtig jetzt. Irgendwie mit ein paar Querstehern. Nee, so, das war zu kurz jetzt gerade. Boah, also richtig spannendes Rennen und noch nicht mal die Hälfte ist rum, ne? Alter Schwede. 16, ja, 15,5 Runden eigentlich. Also eine Runde bleibt es auf jeden Fall noch draußen. Die Lichter sind noch an. So viel sei schon mal gesagt. Wow, das war nicht gut. So. Man sollte es nicht übertreiben. Aber irgendwie müssen die Reifen ja wärmer bleiben. Oder warm. Nicht wärmer. Jetzt sind wir natürlich auch direkt dran am Hamilton, ne? Das ist perfekte Situation eigentlich für uns. Der verliert sein Vorteil mit den weichen Reifen. Wir können hier schön mit den harten hinterher tingeln. Ist natürlich nicht schlecht, ne? So, jetzt wollte ich noch mal kurz was gucken. Ja, Reifen passt. Runde 19 ist der Stopp angekündigt. Ich glaube, wir versuchen den mal noch ein bisschen zu verlängern, ne? So. Ich glaube, Safety Car kommt jetzt auch rein, oder?
würde ich jetzt mal schätzen, dass das jetzt gleich reinkommt. Okay, überholen ist verboten. Naja, weiß ich. So. Ja, müssen wir natürlich aufpassen. Auch Restart her. Wegen dem Restart her auf jeden Fall. Ja. Reifen bleiben schon auf Temperatur. Das geht schon. Ich will jetzt auch nicht zu sehr malträtieren, ja, weil ihr seht schon, die Hinterreifen sind auch nicht mehr die neuesten. So. Ist natürlich die Frage, sollten wir Risiko gehen? Oder sollten wir auf Sicherheit gehen und die... war klar. Oder sollten wir auf Sicherheit gehen und auch einfach nochmal hart fahren? Ja. Nein, Mann, die passen eigentlich perfekt. Sind zwar nicht mehr ganz dunkelgrün, aber geht. Wieder dranbleiben am Lewis hier. Guck mal, wie ich dran kleb. Der muss eh noch ein bisschen warten, der Ricciardo, oder? So. Das passt schon. Und jetzt kommt Stoff. Stoff, Stoff, Stoff. Ja, jetzt haben natürlich die mit ihren weichen Reifen Vorteile. Aber passt. Ja. Muss ich auch noch umstellen wieder. Wir glauben, dass Ricciardo in einer der nächsten Runden an die Box kommt. Jo. Ganz klar. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger so, mal schnell. Sekunde hinter deinem Vordermann wärst. Schnell nochmal den Sprit umgestellt. Oha. Bremsen sind eindeutig noch zu kalt. Oh nein. Oh, und das ist halt Singapur, ne? Ich hasse diese Kurve. Ist nicht schon nicht das erste Mal, ne, dass ich hier irgendwas brauche. Ah, da war ich schon zu weit draußen. Eieiei. So. Ja, ich kann nicht so wirklich mithalten. Ihr seht es. So. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. I will try my best. So. So. Komm schon jetzt. Ja, keine gute Rundenzeit. Ist mir bewusst. So. Alles klar. Bis jetzt passt's noch. Boah, untersteuern. Und der Fernando ist am Vettel dran. Okay, was heißt dran? In der Nähe. So. Schon wieder zu weit. Ja. Nach hinten abhauen, aber nach vorne aufholen wäre cool. Das schaffe ich nicht.
Die weichen Reifen sind halt doch noch besser. Wir haben ein Problem mit DRS. Du kannst es nicht aktivieren. Dann löst dieses Problem bitte. Das wäre top. Aber ich brauche es gerade eh nicht. Also passt das. Ah, die harten Reifen. Am Ende funktionieren sie auch nicht mehr so super. Finde ich jetzt. Das ist meine Meinung jetzt. Guck mal hier. Alter Schwede. Ich komme überhaupt nicht mehr klar gerade. So. Ja, super. Stark. Und er fährt eine neue schnellste Runde. Ja. Stark. Aber ich muss die Reifen noch ein bisschen fahren. Es führt kein Weg dran vorbei. Leider. So. Komm schon jetzt aus dem Quark, Mensch, Ferrari. Geht schon. Driftet viel zu viel. Rosberg, neue schnellste Rennrunde. Stimmt, wo ist der eigentlich? Und ja, Hamilton hat Ricciardo überholt. Der weiß, dass jetzt seine Stunde geschlagen hat. Der Lewis. Ja, und ich fahre zurzeit nur noch Scheiß. Irgendwie habe ich aber auch die Befürchtung, dass die Reifen nicht mehr die allerbesten sind. DRS ist jetzt repariert und kann verwendet werden. Ja. Merci. Wunderbar. So. Ja, ich werde aber, glaube ich, erst... Boah, wann werde ich reinkommen? In Runde 21 vielleicht, ne? So. Ah, da habe ich noch ein paar Runden, 3 Stück. Und dann mir die Weichen nochmal holen. 10 Runden sollten die, glaube ich, schaffen, die weichen Reifen. Glaube ich zumindest mal. Alter Schwede, es ist doch nicht dein Ernst. Es passt einfach gar nichts mehr. Das ist, als würde ich mir, keine Ahnung, welche Reifen draufschnallen. Steinreifen. Keine Ahnung. Seitensafety Car. Ist krass. So. Der Vettel macht Druck von hinten. So. Ja, ja, die Reifen, ey. Die Reifen, ey. Das sind doch gerade mal 3 Sekunden, ja? Auf den lieben Ricciardo. So. Und davor ist ja auch direkt Hamilton, ne? So. Die gehen jetzt in die Box. Das heißt... Boxenstopp, diese Runde. Nee. Eine noch.
Ich muss jetzt Meter machen, wenn es geht. Ja, kann er versuchen. So, jetzt brauchen wir... It's Hammer Time. Ja, zwei Runden. Zwei Runden. So. Passt soweit. Noch passt. So. Aber der liebe Sebastian, der bleibt dran, gell? Du musst diese Runde an die Box. So. Ich muss gar nichts. So. Ah, ich sag jetzt zu oft so, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Weil ich zwei Runden, gute Runden brauche. Zwei wirklich gute. Ja, die bleiben auch noch draußen. Passt. So. Ah, geh weg jetzt. So. Passt. Weichere Mischung. Wir gehen das Risiko jetzt ein. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. So. Eieiei. Die Reifen sind am Ende jetzt. Jetzt sind sie wirklich am Ende. Habt nicht umsonst oioioi gesagt. Ja, die Hinterreifen sind knallrot. Vergiss den Boxenstopp nicht. Ja, ja. Vergesse ich schon nicht. So. Passt soweit, passt. So, hier Shortshiften. Passt. So, die fahren beide noch weiter. Die fahren beide noch weiter. Die fahren aber nicht einen Stopp, oder? Nicht wirklich, oder? So, wer kommt da? Das ist Kwiat. Und dann kommen noch zwei. Bottas und Hamilton. Nee. Das war ein Überrundeter. Uiuiui. Der Computer meldet eine Gelbe. Wow! Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Hülkenberg ist das. Komm, lass mich vorbei jetzt. Sehr gut. Sektor 2 ist wieder freigegeben. Rennbedingungen in Sektor 2. Sehr gut. Direkt hinter Hamilton rausgekommen, mit frischen, weichen Reifen. Ja, der weiß natürlich. Es geht um den Rennsieg jetzt. Ja. Aber erstmal muss ich meine Reifen ein bisschen warm fahren und mich dran gewöhnen. So.
Muss natürlich auch vorne aufpassen. Oh, Luis, was machst du hier? Gegen Kobayashi. Ja. Ich meine, wenn du mir hier so den Freiraum gibst, dann fahre ich natürlich vorbei. So. Sind die anderen zwei jetzt in der Box oder nicht? Nee, immer noch nicht. Wir wollen da nicht durchfahren, oder? Ist doch nicht dein Ernst. Oder sie wollen ganz spät erst auf die weicheren Reifen gehen. Ich hoffe, dass nicht mein Wechsel zu früh war. Ja, passt. Verwarnung. Ich muss jetzt aufpassen. Das, glaube ich, war schon meine zweite. Ab der dritten hagelt es dann eine Strafe. So. Ja, und ich kam mit den weichen Reifen, kam ich am Anfang des Rennens so gut klar. Deswegen habe ich die jetzt auch nochmal genommen. Ja, selbst als sie abgefahren waren, konnte ich noch richtig schnelle Runden fahren. Deswegen habe ich die jetzt auch nochmal genommen. Direkt mal absolute Bestzeit. Im zweiten Sektor. So. Hoppa. War zu weit. So, der fährt jetzt in die Box. Jawohl, sehr gut. Dann sind die zwei jetzt auch in der Box. Noch DRS mitnehmen. Sehr gut. Boah, zu weit. Boah. Gut gemacht. Das war die schnellste Rennrunde. Ja. Oh oh. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Wirklich aufpassen jetzt. Und meine Reifen, ja, ein bisschen abgebaut hinten haben sie schon. Aber das sollte noch passen, locker. Boah, Alter, gibt's doch nicht. Konzentration jetzt. Mensch, Mr. Easy Racer. Ja, gleich nicht mehr. Weil ich den ersten Sektor so scheiße gefahren bin. Versuch, die Lücke zu schließen. Ja. Soll er versuchen. Ich werde jetzt aber wieder ein bisschen wegziehen. So. Ob die Hamilton-Taktik so die richtige war, wird sich noch zeigen. Nicht, dass er auch noch von Vettel und Alonso geschnappt wird. So. Ich kann eigentlich hier vorne mein Tempo eigentlich ein bisschen anpassen. Ich muss nicht volle Pulle. So. Das werde ich jetzt auch machen. Ich werde nicht mehr so auf Teufel komm raus fahren. So. Passt doch. Wunderbar. Und ich glaube, wenn du einen Hundenfahrstil hast, wirst du automatisch schnell. So ist immer
meine Behauptung. So. Du hast zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Ja, weiß ich. So. Aber Ricciardo ist immer noch vor den 2 Jungs auf den weichen Reifen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so nah an Hamilton und Ricciardo rauskam. Hätte schon gedacht, dass da noch ein bisschen Abstand ist. So. Na, der Hamilton, der beißt. Der beißt wirklich. Ich war auch gerade nicht gut. Ja, Hamilton, der fängt wirklich an zu beißen jetzt. Aber bis jetzt fahren wir noch ganz gut. So. Du näherst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Ja, werde ich versuchen. So. Die sind ja auch noch ein gutes Stück weg, die langsameren Autos. Aber der Hamilton, der beißt schon noch. Also der hat das Rennen hier noch nicht auf verloren gegeben. Das sind ja auch noch 6 Runden. Ja. Aber schon 8 Sekunden auf Ricciardo. Also, der ist raus. Oh, das war knapp. Wegen Abkürzen. So. Meine 2 Marussia-Freunde. Noch zusammen gestartet, ne? So, noch zusammen gestartet und schon überrunde ich euch nach 25 Runden. Krass, gell? Krass, krass. Hoppa. Uiuiui. Ist riskant, mich davor vorbeizulassen. Aber hat gepasst. So, das war jetzt auch mal wieder eine gute Runde von mir. Der gute Luis muss an denen auch noch vorbei. So. So ist das. Und wir ziehen hier weiter vorne weg. Also, dass ich das wirklich, ja, wirklich hier führe, hätte ich nicht gedacht. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. So, und jetzt ist Vettel an Ricciardo vorbei. Gut, der hat sich's damit verspielt, ne? Weil den weichen Reifen auf Fernando, dass er da hinter Ricciardo weggefallen ist. Ich konnte Ricciardo direkt überholen beim Rausfahren aus der Box. Wow, shit. Das war nicht gut. Das war ja mein Vorteil, dass ich Ricciardo direkt überholen konnte. Dann Hamilton nur ein paar Kurven später. Weil der, wow, aufgehalten wurde von einer Überrundung. Kobayashi war es. So.
Passt. Da vorne kommt noch ein Überrundungsopfer. Wenn ich das richtig sehe. So. Sind etwas schlechter als deine. Du baust einen Vorsprung um eine halbe Sekunde pro Runde aus. Passt ja dann. Weil der Vettel, der kommt ja auch noch, ne? Der Wagen vor dir ist eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Jo, Kobayashi ist das. Boah, Alter. Meine Fresse. Schon wieder. Ich will erst rechts vorbei und auf einmal zieht er auch nach rechts. Geht so schlagartig vom Gas. Das kann man auch machen, ohne so komplett vom Gas zu gehen. Hoppala. So, das war jetzt blöd von mir. Erstmal mit dem Kobayashi gerade und mit meinem Kameraunfall. So. Alles klar. Hoppa, hier wieder rum ums Eck. Boah. Da muss ich jetzt auch langsam dran denken, dass meine Reifen auch nicht mehr die neuesten sind. Und ich gerade ziemlich schlecht fahre. Ich will dem Hamilton jetzt nicht nochmal Angriffsfläche bieten, ne? Das wäre jetzt unnötig. So. Ich würde auch gerne mal wissen, wo Rosberg dann am Ende rausgekommen ist, weil der hat ja zwischenzeitlich auch mal eine schnellste Rennrunde gehabt. Also dieses Rennen wäre noch spannender ohne Safety Car gewesen. Das auf jeden Fall. Oh shit. Das war nicht gut. Und hätten sich die zwei Jungs nicht so verspekuliert, Vettel und Alonso. Eieiei. Sind es jetzt, ja, die weichen Reifen? Sie lassen nach. Drei Runden habe ich noch. Spürt Lewis Hamilton da noch eine Chance? Ich denke, er spürt sie noch. Ja. Sie war auch schon mal auf 5. Mr. Easy Racer meinte, die letzten Runden scheiße fahren zu müssen. Deswegen ist sie nur noch so wenig. Weil auch seine Reifen werden schlechter. Sie hat auch mal 2 Runden älter als meine. Oder 3 sogar. Ne, 2 glaube ich, ne? 2 Runden. So. Jetzt ist das schon mal wieder eine halbe Sekunde mehr. Passt doch schon. So, und jetzt hat Vettel wieder verloren. Wahrscheinlich durch die Überrundungen. So. Könnte ich mir vorstellen. Da hat die KI ja immer ein paar Schwierigkeiten. Sachen Überrundungen. So, nochmal eine richtig gute Zeit gefahren jetzt gerade. So. Und wenn ich da nochmal anziehe, da kann der Hamilton dann nicht mehr mithalten. Also noch ein bisschen was steckt schon in meinen Reifen. Die sind noch nicht komplett tot. Das wäre auch schwierig dann. Hab ja auch extra den Stint noch mal ein bisschen herausgezögert. Mein harten mit den harten Reifen. Oh shit, falsch angefahren die Kurve. Aber passt soweit. Passt! Auch noch 2 Runden jetzt. Also 2 und den Rest von der. Versuche einfach nochmal ein bisschen meinen Vorsprung auszubauen. Da
dann passt das dann schon. Oder zumindest bei 4 Sekunden zu halten. Da ich gerade sehe, dass ich ihn nicht mehr so wirklich ausbauen kann gerade. Boah. Jetzt lasst mich bitte nicht im Stich hier, blöden Reifen. So, irgendwie. Als wärst du gerade der Punkt gewesen, gell? Alter Schwede, 52,5, meine Fresse. So, komm schon jetzt. Jetzt nochmal eine gute Runde raushauen. Ja, die Hinterreifen sind jetzt rot. Ja, ihr habt es gerade gesehen. So. Aber das bringen wir schon noch über die Bühne. So. Ich habe da Vertrauen in mich und mein Auto und in die Reifen. So. Ich weiß gar nicht, können die eigentlich platzen, die Reifen? Weiß ich gar nicht. Wenn man zu lange mit denen fährt? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr überhaupt noch guckt bis hierhin. So. Ja, 3,3 Sekunden passt ja schon wieder. Selbst mit abgefahrenen Hinterreifen. Ich noch schneller als Hamilton mit abgefahrenen harten Reifen. Obwohl das die KI ja um einiges besser beeinflussen kann. Ja. Aber wenn man sich dann natürlich verbremst, ist das blöd. Uiuiui. Ja, trotzdem keine bessere Runde unbedingt. Letzter Sektor war kacke. Ja, aber es ist jetzt die letzte Runde. Seine Attacke kommt ein bisschen zu spät. Oder es sind einfach meine Reifen, die jetzt wirklich komplett nachlassen. Ja, es ist noch nicht komplett rot, aber dunkelorange. Das auf jeden Fall. So. Ich denke, den Vorsprung können wir schon ins Ziel retten. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Außer wir bauen jetzt hier irgendwo nochmal komplette Kacke. Aber das hoffe ich nicht. Das glaube ich auch nicht. So. Ja, schauen wir mal, was der mittlere Sektor sagt. Ja, nochmal 7 Zehntel schneller. Jetzt sind es wieder über 3. So. Nur noch der letzte Sektor. Hoppa. Hoppala. Nicht so giftig. Dem Heck. So, und dann will ich sagen, haben wir meinen absoluten Hass Grand Prix gewonnen. Nice one. Richtig geiles Ding. Oh, ein Rennen, ey. Heilige Mutter Maria. Alonso Vierter, Hamilton Zweiter. Oh, aber sowas ist anstrengend. Jawohl, und sind dann doch nochmal, 5 Sekunden, 4,5 Sekunden geblieben. Und wo ist denn Nico Rosberg? Nur auf 13. Ja, der kam da nicht mehr vorbei.
Der kam dann nicht mehr vorbei. Ihr seht es, Nico Rosberg, Rückstand 1,20,6. Esteban Gutierrez 1,19,6. Das ist nur eine Sekunde. Ja, das ist dann natürlich bitter, liebe Leute, wenn man halt am Anfang eben ja nicht so richtig vorkommt, so wie ich es getan habe. Ich kam da ja richtig gut vor. Und jetzt gucke ich mir noch kurz ein bisschen Wiederholung an, speichere da was ab und sieht man sich gleich wieder mit dem Weltmeisterschaftsstand, ne? Also, liebe Leute, bis gleich. So, liebe Leute, ja, nochmal zurück und das heißt jetzt natürlich für die Weltmeisterschaft Folgendes. Ganz große Klasse! Du hast gerade Ayrton Sennas Rekord mit 8 Saisonsiegen eingestellt. Eine Riesenleistung, gratuliere! Wow, jawohl, Sennas Rekord eingestellt. Ja, wir sehen es, wir sind 68 Punkte vor Lewis Hamilton und 80 vor Nico Rosberg, also richtig stark und auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft, dadurch, dass Nico Rosberg natürlich in dem Rennen keine Punkte geholt hat, stehen wir auf Platz Nummer 1, also ja, Wochenende, das nicht hätte besser laufen können, beziehungsweise besser verlaufen können nach dem Qualifying, wo wir ja nur auf Platz 16 standen, aber wir haben uns nach vorne gekämpft mit einer unglaublichen Fahrt. Direkt auch am Anfang richtig viele Plätze gut gemacht. Das war eigentlich ja der Grundstein, die Grundlegung für diesen Sieg, für diese Siegesfahrt. Dann natürlich ein bisschen Glück gehabt mit dem Safety Car, das kommt auch dazu. Ich wäre mir nicht sicher, ob ich den Lewis gekriegt hätte, wenn das Safety Car nicht da gewesen wäre. Dann natürlich durch die Überrundung, Kobayashi hat ja, ist ja dann auch der liebe Lewis dann dran hängen geblieben, wo ich dann wirklich nur noch außenrum dann oder weiter innen ausholen musste und habe ihn dann ganz fix überholt. Konnte dann den Vorsprung natürlich weiter ausbauen, aber war dann am Ende doch noch relativ knapp. Ich konnte ihn ja dann nicht komplett weiter ausbauen, also stetig ausbauen, sondern ist irgendwann gleich geblieben. So, Easy Racer gewinnt in Singapur. Chris Easy Racer hat auch in Singapur wieder eine hervorragende Leistung abgeliefert. Mit seinem 8. Saisonsieg konnte er mit einigen der besten Formel 1-Fahrer gleichziehen. Es gilt als sicher, dass von Easy Racer auch zukünftig noch zu sprechen sein wird. Jawohl, sehr gut. Und ich würde mal sagen, nächster Rang ist fällig, oder? Oder nicht? Wer weiß, wer weiß. Nee, ich glaube, das reicht nicht, gell? Doch, das reicht. Wenn der Balken mal marschieren würde, ne? Jawohl, Level 9? Alter Schwede, das ist nicht mehr viel zu Level 10 oder zu Rang 10. So, wir gucken uns nochmal die E-Mails an. Nein, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Was habe ich denn gerade geklickt? Ach nein, zur nächsten Session, gell? Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Mensch. Ja, 360 sind wir schon gefahren. Ja, das wird Monster gewesen sein, ne? Mit DRS. Und vielleicht auch noch Windschatten, das weiß ich gerade gar nicht. 3,6G. Okay. Ja, 14 Top 15 Platzierungen. Okay, waren wir einmal nicht in den Top 15? Sind wir einmal ausgefallen, oder was? Ich weiß es nicht. So, das wollen wir alles nicht sehen. So, wir werden mal ganz schnell hier auf zurück zum Hauptmenü gehen. Und dann werden wir uns noch die E-Mails anschauen. Und liebe Leute, dann werde ich mich auch wieder verabschieden. Ja, Durchschnittsplatzierung ist 2. Wir sind schon 3000 Kilometer gefahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? 14 beendete Rennen. So, jetzt die E-Mails hier. Jetzt müssen wir das doch so machen. Oh, jetzt müssen wir ganz nach oben scrollen. So, Suzuka endlich mal ein Wochenende ohne Regen. Sehr gut. Gut, Teamduell wissen wir, dass wir hier jetzt vorne liegen. Der Mr. Alonso hat mich im Rennen noch nicht mal einmal in der schnellsten Runde geschlagen. Krass. Krasser Shit. So, Renndaten. Jawohl, passt soweit. So,
Chris, ich wollte dir nur kurz zu deinem 8. Saisonsieg in Singapur gratulieren. Jeder Rennsieg ist etwas Besonderes, aber 8 Siege in einer Saison sind schon eine beeindruckende Serie. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play F1 2014 hier bei Mr. Easy Racer mit dem Japan-Trainingsergebnis. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und abonnieren, kommentieren auch nicht vergessen. Und ja, liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.